3, 1, Pylonenzähne. Okay. Startnummer 43, Dieter Eltrich. Thank you.
Vorder. See.
Das war die Startnummer.
Ich habe nichts dagegen. Ja. Der ist eben da hinten vor die Rohrleitung gekommen. Die Freundin. Und hat keiner gesehen. Die war alleine oben. Tag auf den Dach. Und eine Pizze. Die Hunde. Und da hat sie angerufen. Schöner, oder nicht? Das ist doch ohne Frische. Wo muss man hier raufdrücken? Ja. TTT. Ja, bitte. Vor dich.
Thank you.
kommen ja auch noch mehr Leute. Uli, warte mal. Das ist so schlecht bei mir. Die Akkus. Guido. Schade, dass du keinen Spaß am Film verschaffen. Nach die Rennleitung. Boah. Ich würde sagen, wir jetzt die Strecke abfahren. Mit Blau. Geleased, das dürfen wir ja. Wir haben immer ein Team mitgemacht. Fand ich gut, fand ich echt gut.
Das war die Startnummer 33 mit dem zweiten Wertungslauf und fährt direkt den dritten Wertungslauf. Grüß Gott, Sophia.
ihr auch alle raufkommt. Prima. Wenn jetzt der blaue durch ist, dann... Vielleicht hier so versammeln. Diesmal eine Urkunde geschrieben, weil der sonst immer war immer so sparsam mit den Urkunden. Super. Haben wir festgestellt. Leider super. Oder ausgefallen oder wieder so. Ey, hör mal. Sind ja einige von denen hier der Golf und auch die hier auf dem Sierra gefahren sind, die sind ja leider Gottes dann immer alle ausgefallen, wenn das Auto kaputt war. Ja klar. Aber deshalb haben wir ihn trotzdem, vielleicht ist ja noch einer von denen. Also ich habe für den Pierre Klein, für den Peter Klein, für den Jürgen Schmitz, für den Helmut Schulten, für den Michael Wolter eine Urkunde. So, wer von denen ist da? Der kommt mal mir vorbei. Jetzt kann ich dir die Hand geben, du kannst noch ein bisschen länger hier bleiben. Du bist auch die einzige Dame, glaube ich, die da hinten angekommen ist, in der Wertung. Und damit kriegst du einen Damenpokal und kriegst auch noch eine Tasche weiter. Auf Platz 11. Platz 10 den Benjamin Herren. Dann haben wir noch den Dirk Mürkens, haben wir jetzt hier. Den Dirk Mürkens. Einmal die Hand. So, dann haben wir auf dem Platz 7 den Philipp Knof. Herzlich. So, auf dem Platz 2 der Stefan Mattei. Da gibt es den Pokal. Da geht noch weiter. Ja, ist nicht so. Schönen Dank. Tut gerade etwas? Ja, ne? Ich bin da durch. So. Platz 1. So, jetzt kommt der Gewinner der Klasse E. Das ist der Ralf Jordan. Ralf, ich auch. Glückwunsch, Urkunde kriegst du auch noch dazu. Ja, danke. So, jetzt fangen wir mit der anderen Seite an. Sag mal, was heißt denn eigentlich E? Elektroantrieb? Elektroantrieb. Oder was? Ein Motorrad. Ich hätte ja auch G hinschreiben können, G-Hilfe. Aber das kann nur für ein Auto, für dieses Weiße da. Ja, sind wir bei dem Start, bei dem Siegplatz 18. Ist nicht mehr da. Daniel Karpov. Auf Platz 16 den Frank Pfeiffer. Kannst du mal hinlegen, hol ich gleich ab. Holst du gleich ab. Leg ich jetzt. Weißt, nur weil er an der falschen Seite vorbeigefahren ist. Genau. So. Ich hab ihm das aber nochmal erklärt. Genau. Ja. Das ist wichtig. Ich hab den Orange, ne? Jetzt weiß ich auch, warum die Freundin im Auto saß. So, Platz 3 haben wir den Frank Ungarn. Das ist sauber. Falls man nicht mal aus dem Auto rauspasst. So, auf Platz 2 haben wir den Jan Kleinbrahm. Ja! Da musst du noch den Rest holen. Wer ist denn Erster? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir den die immer alle schlagen wollen und weswegen die alle hierher kommen. Der Rainer Keck hat den ersten Platz in der Klasse und im Gesamt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Urkunden für dich, einmal für den Gesamtsieg, einmal für den anderen. Und da darfst du dich jetzt noch ein bisschen mal abholen. Einmal einen Pokal? Jo.
Was das hier alles ist, weiß ich nicht. Stand alle, ich hab noch nicht reingeguckt. KSV. Und noch ein Pokal. Und noch ein Pokal. Ein Kolben, genau. So, den Kolben kann er jetzt in sein Auto einer dieser schnell. Was ich wohl machen soll. Der kommt in den Scheibenwischermotor. So, genau. Damit zwar geht's aber nach vorne bei uns. So, ich danke gut. Wir können dem Petrus diesmal auch danken. Das Wetter war wunderschön. Danke. Ist das der oben in dem Haus wohnt? Ja, genau. Dass der immer anruft, damit die anderen kommen. Wie heißt das? Ja, ist egal. So, ich hoffe, dass wir uns im Neandertal wiedersehen. Und dann schönen Heimweg. Kommt gut nach Hause. Ich danke euch allen nochmal. Vielen Dank. Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss zusammen. Vielen Dank.